Stell dir vor, du bist ein junger Kaiser, umgeben von Macht und Reichtum. Doch anstatt nur über deine Erfolge zu schreiben, beschäftigst du dich mit etwas ganz anderem, deinem inneren Wachstum. So begann Marcus Aurelius, einer der bekanntesten Stoiker, seine Tagebücher zu führen. Was kann diese Philosophie, die vor 2000 Jahren entstand, uns heute noch beibringen? In diesem Video stelle ich dir 6 Erfolgsgewohnheiten aus dem Stoizismus vor, die Menschen auch heute noch zu großem Erfolg verhelfen können. Abschnitt 1. Harte Arbeit. Der tägliche Weg zum Erfolg. Beginnen wir mit der ersten Gewohnheit. Harte Arbeit. Aber nicht in dem Sinne, dass wir uns bis zur Erschöpfung abmühen. Im Stoizismus bedeutet harte Arbeit, täglich kleine Schritte zu machen und Herausforderungen als Weg zum Wachstum anzusehen. Die Geschichte eines Mannes in China zeigt das deutlich. Er beginnt, einen Berg abzutragen, Stück für Stück, um seinen Weg zu schaffen. Diese Vorstellung erinnert uns daran, dass kleine, aber konsistente Anstrengungen große Veränderungen bewirken können. Abschnitt 2. Geduld. Die Kraft des Wartens. Die zweite Gewohnheit ist Geduld. Wahre Geduld bedeutet, dass wir den Prozess annehmen und uns nicht durch Zeitdruck aus der Ruhe bringen lassen. Der Dichter Al-Mutanabbi lernte dies in der Wüste, wo Überleben Geduld und Planung erfordert. Geduld ist nicht passiv, es bedeutet Vertrauen in den eigenen Weg zu haben und zu wissen, dass die besten Ergebnisse oft Zeit brauchen. Abschnitt 3. Opferbereitschaft. Platz für Neues schaffen. Der nächste Punkt ist die Opferbereitschaft. Um Raum für Wachstum zu schaffen, müssen wir manchmal Dinge loslassen. Ein Zen-Meister demonstrierte dies in einer Geschichte mit einem Samurai. Er füllt die Teetasse des Samurai, bis sie überläuft, und zeigt damit, dass eine übervolle Tasse nichts Neues aufnehmen kann. Im Leben bedeutet das, dass wir uns von alten Gewohnheiten und Komfortzonen trennen müssen, um Platz für Neues zu schaffen. Abschnitt 4. Konsistenz. Unsichtbares Wachstum. Konsistenz ist die vierte Gewohnheit und sie zeigt sich besonders gut in der Natur. Ein Beispiel dafür ist der Bambus. Die Pflanze wächst in den ersten Jahren fast unsichtbar unter der Erde und baut ein starkes Wurzelsystem auf. Erst nach Jahren schießt der Bambus plötzlich in die Höhe. Konsistenz bedeutet, dass auch kleine Schritte große Wirkung haben. Sie müssen nur durchgehalten werden, selbst wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Abschnitt 5. Disziplin. Systeme schaffen statt kämpfen. Disziplin ist vielleicht eine der anspruchsvollsten Gewohnheiten. Im Stoizismus geht es jedoch nicht darum, sich ständig zu zwingen, sondern das Umfeld so zu gestalten, dass gute Entscheidungen einfacher werden. Die Geschichte von Odysseus zeigt das. Er lässt sich an den Mast binden, um den Sirenen zu widerstehen, anstatt sich allein auf Willenskraft zu verlassen. Im Alltag bedeutet das, unser Umfeld so anzupassen, dass es uns automatisch dabei hilft, unsere Ziele zu erreichen. Abschnitt 6. Selbstvertrauen. Die Kraft, die aus uns selbst kommt. Und schließlich das Selbstvertrauen. Aber nicht das oberflächliche Selbstvertrauen, das von äußeren Erfolgen abhängt. Wahres Selbstvertrauen entsteht, wenn wir verstehen, dass unser Wert und unsere Stärke von innen kommen. Ein Beispiel ist die Geschichte des Propheten Josef, der auch im Gefängnis seinen inneren Frieden bewahrte. Im Stoizismus bedeutet Selbstvertrauen, dass wir uns auf unsere Fähigkeiten verlassen und wissen, dass Rückschläge uns nicht zerstören können.
die 6 Gewohnheiten vereinen. Diese 6 Gewohnheiten, harte Arbeit, Geduld, Opferbereitschaft, Konsistenz, Disziplin und Selbstvertrauen, sind keine Einzelstücke, sondern Teile eines größeren Ganzen. Sie unterstützen sich gegenseitig und bauen aufeinander auf. Diese Philosophie kann uns helfen, ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Beginne mit einer dieser Gewohnheiten und sieh, wie sich dein Leben Schritt für Schritt verändert.